wieder Lou for You. Ich habe heute ein Video vorbereitet. Was heißt hier vorbereitet? Ich habe eine Sache gekauft. Und zwar diese Isana-Creme. Und das ist so ein Peeling. Das, was man sich halt auf die Haut, wie man es mit einem Peeling halt macht. Ich habe sowas noch nie gemacht, aber egal. Das ist so ein, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, das ist so ähnlich wie so eine Black Mask. Ist so porenreinigend und so. Ich kann mir das noch nicht wirklich vorstellen. Aber wir schauen mal, was daraus wird. Und das ist keine Zusammenarbeit mit Isana, das haben wir uns selber gekauft. Wovon das einige denken. So, ich mache das jetzt einfach mal auf meine Haut, so wie so eine Maske, oder Mama? Ja, so wie so eine Maske. Boah, das sieht voll eklig aus. Da brauche ich Jahre für, um das erstmal auf meine Hand zu machen. So, Das ist super eklig. Guck mal her. Das wird sich richtig. Meine Haare. Bah, da sind so kleine Körner drin oder. Ich zeig euch das mal in der Nahaufnahme. Da seht ihr, da sind überall so weiße Punkte drin. Das fühlt sich richtig eklig an. Bah. Meine schönen Haare. Also bis jetzt kann ich mir immer noch nicht vorstellen, wie das später aussehen soll. Das sieht so dumm aus. Ich hab keinen auch noch ein bisschen. Ich mach mal hell. Helligkeit. Das ist so eklig. Ich mach das jetzt auf mein ganzes Gesicht. Ja, du sollst das einreiben, einmassieren. Es ist ja einmassieren. Also, naja, bis jetzt habe ich noch keine Ahnung, wie es aussehen wird. Es wird sich eher so an, als würde ich meine Haut irgendwie so mit einem Stein aufreiben. Deshalb ist es ja ein Peeling. Nicht in den Mund. Denkst du, das war Absicht? Und das rubbelt die abgestorbenen Hautschichten ab. Bah. Vor allem mein Haar. Er konnte dann auch ein paar Haarschichten ab. Au, das fühlt sich so an. Au, das tut super weh. Dann selbst. Au. Meine Hände kleben übrigens richtig hart aneinander. Stimmt. Ja, mach ich ja. Wie soll ich das machen? Meine ganzen Haare sind voll mit dem Zeug. Au. Nicht ins Auge. Da ist ein Isana Haarcreme in meinem Auge. Das fühlt sich irgendwie nicht so gesund an. Überall Dreck. Auch in mein Haar. Das weiß ich nicht. Doch, ich sehe es doch im Spiegel. Hier hängt was, da hängt was. Das ist so eklig. Das tut richtig weh. Au. Ich mach mal an der Seite, wo ich filme, dass ich dich auch sehe. Reißende Bewegung. Ja. Au, es tut weh. Übrigens hätten wir die Haut vorher anfeuchten sollen. Haben wir nicht gemacht. Au. Du hast ja schon gleich geschmiert. Ja, tut mir leid. Wie soll ich das jemals wieder von meinem Gesicht bekommen? Au. Heiß. Sieht süß aus. Ach so,
Sieht nur aus, als hätte ich meinen Kopf in eine, wie heißt das nochmal, Thea gesteckt. Genau. Das ist ja super süß. Ich habe übrigens auch nicht die Augenpartie ausgelassen. Ja, das habe ich dir aber gesagt. Jetzt sagen deine Zuschauer wieder, die Mutter nervt. Mich nervt sie auch. Manchmal. Soll ich dir zur Hand gehen? Ja, zum Gesicht. Das läuft alles hier runter. Ja, super. Danke. Danke für dein Mitleid. Guck mal, bitte, da. Bitte. Hättest du mir den nicht Feuer geben können? Da muss ich das mit einer dummen, dummen Hand machen. Das geht viel besser weg jetzt. Ja, das heißt, das soll noch ein bisschen peelen. Ich bin auf jeden Fall nicht zufrieden mit dem Produkt. Denn meine Mutter sagt auch, normalerweise sind da weniger von diesen kleinen Kackkörnchen drin. Ja, und da waren jetzt ultra viele drin und das tut übelst weh. Mein Gesicht auch voll rot hier überall. Ich mach das nie wieder. Ah, überall sind noch diese kleinen Körnchen in meinem Gesicht. Ganz kackige Kacke. Sieht aus, als hätte ich die übelste Allergie aller Zeiten gehabt. Ja. Bin nicht zufrieden. Also, es hat nicht wirklich was gebracht, wie ihr vielleicht gesehen habt. Meine Haut fühlt sich so an wie vorher. Und mein Gesicht ist einfach rot. So wie eine Freundin von mir, wenn sie lacht. Dann ist sie auch immer rot. Und, ja, ich kann euch dieses Peeling eigentlich nicht empfehlen. Tue ich auch nicht. Und, naja, wir sehen uns mal wieder, wenn es wieder heißt. Lou for you.